Ja, moin Kinderlein, willkommen zu der neuen Nuke Map, zu der Remastered Nuke Map. Einige von euch haben mich dann doch gefragt, was die Changes waren. Ich dachte, ihr hättet euch schon längst informiert, aber ich mach's jetzt einfach mal geschwind für euch und zeige euch hier halt, wie der Hase läuft. Ich weiß, es gibt schon 8 Milliarden Videos davon, aber ich zeige es euch trotzdem, ja. Hier hinten ist dieser Gang komplett weggefallen. Ja, man konnte ja praktisch hinter die Halle gehen, um sich da zu verstecken. Mehr hat das auch nicht gemacht, da war jetzt kein Durchgang oder sowas, aber das ist schon mal weg. Man kann also nur noch direkt in Halls rein, aber nicht mehr dahinter. Catwalk ist komplett weggefallen, wie ihr hier sehen könnt. Also hier oben hat sich Catwalk ja entlang gezogen. Bis hier hinten hin, also an das Silo, beziehungsweise ein Stück unter das Silo. Das ist echt hart zu verkraften, also gerade als T-Spieler. Die Map war schon immer ziemlich City-lastig, also finde ich zumindest. Und durch diesen fehlenden Catwalk ist es noch krasser geworden, weil es immer eine nette Angelegenheit war, da von, also als T einfach über den Catwalk zu laufen und da ordentlich rumzupimmeln. Des Weiteren ist der A-Spot anders geworden. Es gibt hier diesen Aufweg gibt es nicht mehr. Hoppala. Man kann jetzt nicht mehr einfach von hier unten hoch. Hier war eine Leiter. Man konnte nach da oben. Die gibt es jetzt nicht mehr. Das Window ist weg. Hier in HUD. Hier war ein schönes Window drin. Da konnte man auch als T bei einem Vandrush zum Beispiel den Main-Spieler hier schön wegklatschen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Beziehungsweise nur noch auf Verdacht. Also ja, wenn man hier auf Verdacht den Main-Spieler eben umklatscht. Nochmal ein Punkt, wie ich finde, der negativ zu Lasten der Tees ist. Und dann wurde B noch etwas verändert. Und zwar gibt es jetzt hier noch diese Versteckmöglichkeit. Das ist nicht schlecht. Das ist mal was für die Tees. Man kann sich jetzt hier verschanzen und dann eben annahende CTs abklatschen. Ich weiß nicht, ob diese Kiste auch neu ist. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich habe Nuke eine gewisse Weile nicht mehr gespielt. Und jetzt, wo die Changes da sind, ihr wisst ja, wie das ist, dann kommt es einem meistens so vor, als wenn es schon immer so gewesen wäre, also bei kleinen Changes. Natürlich vermisse ich den Catwalk auf jeden Fall. Das ist schon echt eine ganz große Schweinerei, dass Catwalk weg ist. Und die letzte noch recht wichtige Sache sind die Fenster hier oben. Diese Fenster wurden jetzt so angebracht, dass es viel einfacher ist, da rein zu naden. Na, man sieht, die sind wie Fangkörbe. Man kann also direkt von T aus hier schön rein naden. Also zum Beispiel Smokes oder auch Molly-Schweißen. Ich weiß nicht, ob das geht, dass man da irgendwie rein mollied. Ich habe dazu noch kein Video gesehen und habe mich da auch noch nicht informiert, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, zumindest für Smokes ist diese Sache eingerichtet und nun deutlich einfacher wie diese platten Fensterchen, die da vor oben drauf waren. Das ist, denke ich, auch der Gedanke dahinter gewesen, dass die ganze Map so ein bisschen einsteigerfreundlicher wird. Wobei ich nicht sagen kann, dass es einfacher geworden ist. Es muss ja auch nicht zwingend einfacher heißen, also einsteigerfreundlicher. Es muss ja nur heißen, dass es schneller und einfacher zu verstehen ist als Neuling auf der Map oder vielleicht sogar im gesamten Spiel. Der wegfallende Catwalk nimmt da sicherlich auch einiges an Schwere heraus, das stimmt schon. Aber es fällt eben auch, gerade jetzt für alte Hasen, eben vieles an Taktik weg. Also zum Beispiel durch den fehlenden Catwalk eben. Das hier unten ist auch so eine typische Direktvereinfachung, weil man sich sofort on-spot bei der Bombe verstecken kann. Das ist ja gerade bei Anfängern sehr beliebt, ne? Die kennt es noch nicht, dieses ich blende hier und kann dann aus 8 Kilometer Entfernung irgendwo durchbangen. Beziehungsweise ich spiele auf Gehör von weiter weg, ne? Die wollen dann lieber direkt bei der Bombe sitzen und da ist das hier sicherlich eine nette Angelegenheit. Wobei man auch hier hinten noch ganz chillig rumhocken kann, aber das ist jetzt hier nicht neu. Ich werde jetzt auch bald wieder die Tutorial-Reihe reaktivieren und da weitermachen. Ich weiß gar nicht, welche Map jetzt als nächstes dran kam. Ich glaube, Cache haben wir komplett durchgenudelt und das 2 auch, wobei das 2 noch vor dem Update war. Das heißt, die Smokes, die ich euch da gezeigt habe für das 2, sind ja jetzt obsolet. Oder ich bin mir nicht sicher, habe ich da vielleicht doch die neue schon gehabt, die neue Map? Ich glaube nicht, nee. Vielleicht reiche ich für das 2 auch nochmal ein Smoke-Tutorial nach und werde dann eben weiterfahren mit einer neuen Map. Und werde die dann auch, so wie die anderen bisher gezeigten Maps, durchexorzieren. Also mit einem Smoke Tutorial, dann mit einem weiteren Nate-Tutorial für alles andere, also Flash, Nate, Mollys und so weiter. Dann Tactics und einer Gameplay-Analyse von einem von mir erspielten Gameplay dann eben auf der tutorialisierten Map. Ich weiß, das ist heute leider wieder ein recht kurzes Video geworden, aber es ist schon extrem spät und meine Stimme ist auch noch so ein bisschen am Rumkacken. Also ich muss jetzt dann gleich ins Bettchen und mich erholen. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.